Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind zurück von unserer Werkstatt auf der Brennenden Mühle in Tennessee. Und der Plan für heute ist, wir machen eine Aufgabe, die nämlich hier hinten ist, Renntraglieferung. Man kann hier schon, glaube ich, erkennen, was wir da kriegen. Nämlich das zweite Fahrzeug aus dieser Runde. Den Azov 43191 Sprinter. Also, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Werden Supplies damit? Wahrscheinlich müssen wir ihn eh wieder nur abschleppen. Wir fahren. Ne, komm. Wir rüsten ihn um. Vorsichtshalber, wenn wir ihn reparieren müssen. Was? Reparaturteile, Ersatzräder. Sieht doch hübsch aus. So, wir sitzen auch im, ach Gott, wie heißt der Mod Ural, also im Ural 4320 SK. Das ist unser Fahrzeug für heute. Und dann geht's ab. So, wir schaffen das hier immer noch nicht in einem Sprung rum. Gut, Abfahrt. Genau, nämlich endlich unseren letzten Truck. Diese Aufgabe ist nicht von Anfang an da. Ich glaube, sie taucht auf, sobald wir Phase 1 komplett durch haben. Oder hatten. In dem Moment müsste sie da, glaube ich, auftauchen. So. Dann fahren wir mal los. Wir sind ganz schön fett unterwegs wieder. Oh, ja. Vielleicht auch ein bisschen zu fett. Da stehen sogar Ölfässer drin. Das ist ja lustig. So. Ansonsten fahren wir jetzt hier einmal auf die andere Seite, fahren dann da drüben drüber und dann, ja, der übliche Wahnsinn, ne? Ich hoffe nur, wir sind mit dem Aufsatz nicht so kippanfällig, der sieht so hoch aus, ne? Aber er hat auch eine schöne Antenne, die schön mitwackelt. Nices Detail. Finde ich gut. So. Dann fahren wir hier mal rüber. Durch den Sumpf. Ich glaube, wir fahren das hier wieder so wie in der letzten Folge recht konsequent im Lastgang. Weil wir sonst wieder irgendwelchen Quatsch machen und wahrscheinlich umkippen. Mein Lastgang ist auch keine Garantie dafür, dass ich nicht umkippe, aber hey. Risikominimierung zumindest. So. Bisher läuft das hier ja wieder alle ganz gut. Ich meine, die Strecke kennen wir jetzt auch schon. Die sind wir jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Wäre dementsprechend auch ganz gut, wenn ich hier einfach wie bisher auch ganz in Ruhe durchfahre.
So. Jetzt würde unsere Differentialsperre gleich wieder anspringen. Also diese Warnmeldung anzeigen, nehme ich mal an. Nee, tut sie nicht. Jetzt. So, gucken wir uns das Ganze von innen an. Ich kenne die Strecke ja, wie gesagt, eigentlich schon. Brauche ich jetzt nicht so den Ultra-Überblick. So, hier einmal an der Werkstatt vorbei und an der Tankstelle. Werkstatt fahren wir auch einmal durch. Da steht der Hammer, den wir beim letzten Mal hier abgeliefert haben. Der immer noch vor Schreck, wenn wir näher kommen, seine Falten aufzeigt. Moment, stopp, 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 stopp! Zurück. Wir müssen nämlich hier hoch. Gut. Dann fahren wir hier mal durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir ins Wasser rein. Uiuiui. Hier sind wieder Spuren des Todes in den, auf den Wegen. Aber macht nichts, kriegen wir alle hin. Gar kein Problem. Hoffe ich zumindest. Vorteil an der Mod hier ist natürlich, dass er auch eine relativ lange autonome Winde mit dabei hat. Sprich, wenn wir umkippen, haben wir recht viel Spielraum, bis wo wir uns an irgendeinem Baum festmachen können. So. Jetzt müssten wir die Quest ja dann irgendwann gleich mal sehen, ne? Wir fahren mal hier durch. Einmal schön durch den Wald. Ach so. Wäre vielleicht doch smarter gewesen, wenn wir über die Straße gefahren wären. Fahren wir eben auf, hoffentlich ein bisschen vorsichtig über die Felsen. Genau so. So, da haben wir unsere Aufgabe endlich. Kurz mal anhalten. Wir mussten uns von unserem bisherigen Fahrer trennen. Ich hoffe, dass du besser geeignet bist. Bring den Truck in die Werkstatt, damit wir ihn flicken können, und zeige uns, was du drauf hast. Okay. Okay. So, da hinten steht ein gutes Stück. Haben wir da die Möglichkeit, irgendwie umzudrehen? Hier müssten wir das irgendwie hinkriegen.
Nicht kippen. Danke. So. Winde. Hinten. Dann nimmt man die mal so. So, komm mal her, hier, mein Guter. Sieht jetzt irgendwie. Was ist mit dem Baum da los? Bisher eher so aus wie so ein Wohnmobil, oder? Au. Wir haben die. Wieso ist denn jetzt. Eben hatten wir noch so viel Seil, dann drücke ich einmal kurz die Winde und jetzt ist er so ultra dicht dran. Na gut. Ja. Wir müssen ihn. In die Quest machen. Müssen wir die wirklich zu unserer Werkstatt bringen? Wir müssen den wirklich zu unserer Werkstatt bringen. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich ist es schlauer, hier oben rumzufahren, oder? Wir fahren oben rum. Rum hier. So. Dann fahren wir hier erstmal bis da vorne hin wieder zurück. Wo ist denn die Brücke? Sehen wir die von hier aus schon? Nee. Doch, da vorne ist er. Ah, wir fahren jetzt hier einfach durch. Nicht, dass wir hier wieder irgendwelche Quatschsachen machen. So, schön vorsichtig hier um die Steine. Hier auch einmal schön vorsichtig rüber. Und dann. Ach nee, das ist doch, das ist nicht das, was ich wollte. So wollte ich Sperre mit zuschalten. So. Zack. Sehr schön. Bisher läuft er doch. Er kommt uns treu hinterher. Und jetzt haben wir, glaube ich, den schlechtesten Part der Strecke auch direkt schon wieder hinter uns, ne? So, der Rest war eigentlich ganz okay. Würde ich zumindest jetzt mal auf Anhieb behaupten. Ich würde so gerne schon sehen, wie der von innen aussieht und wie die Sicht aus dem ist. Wenn wir in der Werkstatt sind, dann rüsten wir den auch gleich mal aus, gucken. Wir sollten eigentlich alle Upgrades haben, die er so haben kann. Können wir eigentlich hier stumpf hier unten lang fahren?
sieht so aus, ne? Machen wir das auch. Fahren wir hier ein bisschen Offroad. Soll schon passieren. Das sagte er und kippte eine Minute später wahrscheinlich um. Sieht halt wirklich irgendwie ein bisschen eigenartig aus mit seinem Aufbau da hinten drauf, ne? Aber mal gucken. Mal gucken, was der so kann. Es ist ein Azov. Die Azovs sind eigentlich ja immer recht starke Fahrzeuge. Deswegen hoffen wir auch, dass der sich da in die Riege mit einreiht. So, jetzt wird er irgendwie ein bisschen... Da hinten ist die Brücke erst. Ich glaube, wir müssen hier doch mal kurz durch den Wald. Ich weiß nicht, ob der passt. Hier passt das. Komm rum. Hier passt das auch. Da passt das irgendwie nicht mehr. Wahrscheinlich da einmal links. Ja, man hätte auch die Straße nehmen können, ne? So, dann fahren wir mal hier durch. Und zack. Okay, wir haben's. So. Fahren wir jetzt noch über die Brücke und dann von der Brücke aus. Das ist ja wirklich nicht mehr weit bis zur Werkstatt. Dann gehört uns ein neues Fahrzeug, das uns in der Zukunft hoffentlich auch Treuedienst leistet. Jetzt werde ich langsam ungeduldig. Wir wissen, was wir da haben und was er kann. So, hoch.
So. Endspurt. Ab durch die Mitte hier. Mussten wir hier schon abbiegen? Nee, um Gottes Willen mussten wir nicht. Ja gut, wahrscheinlich kommen wir da vorne schon irgendwo durch, aber wir fahren jetzt schon den originalen Weg. Komm schon, ich will doch nur zur Werkstatt. So. Da können wir uns schon mal ankündigen. Komm schon. Bin jetzt ein bisschen ungeduldig hier. Möchte jetzt wissen, was wir hier so hinter uns die ganze Zeit herziehen. Aber wir haben es gleich geschafft. Das ist gut. Dann wird meine Geduld nicht weiter auf Probe gestellt hier. So. Jetzt sind wir definitiv auf dem Weg zum ersten Platz. Nimm unseren besten Truck und führe uns zum Sieg. Na dann. Gucken wir da erstmal kurz rein hier in die gute Schuhe. Ja, der hat sogar hier Schalensitze drin. Guten Recaro Schalensitze. Okay, dann verfrachten wir das gute Stück mal in die Werkstatt. Und rüsten ihn mal aus. S+, okay, wir haben 350 Liter Tank. Sportgetrieben. Nehmen wir doch mal mit. Keine erhöhte Federung. Okay. Er hat nur die Standardfederung. Wir haben Geländereifen, Offroad-Reifen, Schlammreifen. Hochleistungswinde. So oder so? Nee, so ist cool, ne? Interner Tuning-Koffer. Was hat er denn dabei? Der hat 140 Reparaturteile und 50 Sprit da drin, ne? Das ist jetzt nicht wirklich viel für den Riesenaufbau da hinten. Finde ich. Na gut. Dann wollen wir den Sicherheitskäfig mit leuchten. Wollen wir den doch mal hübsch ausrüsten hier. Zack. Klimaanlage. Sonnenschutz.
Das sieht ganz gut aus, oder? Passt der, glaube ich, ganz gut dazu. Ja gut, die Felgen. Holla! Das sieht natürlich... Das sieht natürlich schon stark. So ein Schwarz-Gelb wäre auch cool. Wenn er da jetzt noch die Aufkleber drauf hätte, würde ich den in Schwarz-Gelb nehmen, ne? Moment, da unten waren noch zwei andere. Grün-Weiß, okay. Und das ist auch ganz cool. Das ist ja das, was wir eben drauf hatten, ne? Ja. Gut, aber dann kriegt er hier natürlich... Gute Rennen. Er kriegt auch einen Wackeldackel, komm. Vernünftige Rennauto brauchen Wackeldackel. Oldschool. Gut. Eieiei. Er sieht schon geil aus. Der Motor klingt auch gut. Ja, Hupe. Klingt zumindest nicht so lächerlich wie bei dem Gore. Haben wir jetzt hier vorne noch diese Temporennen? Können wir den ja gleich mal austesten. War das hier? Aktuelle Bestzeit. Achso, das war... Na gut, dann machen wir das. Ach, ich vergesse das immer, dass wir hier... Naja, das war jetzt absolut gar nichts. Naja, wir haben den Dreh absolut raus. Aber wir konnten hier da drin auch nochmal fahren. Ist glaube ich ein bisschen aussagekräftiger, wenn wir die komplette Runde hier nehmen, ne? Was ist das hier? Ne, das Koop. Haben wir das Rundending hier nicht mehr? Ne, schade. Na gut, dann fahren wir ihn halt einfach so, würde ich sagen. Ne. Onboard. Und dann geben wir mal Gas. Kurz in den Hochgang. Wieder zurück in die Automatik. So schaltet er relativ schnell hoch. Oh ja. Der geht ganz gut, oder? Bin ich? Weil wir auch jetzt hier nicht über 50 km/h rauskommen, aber hey. Der geht, glaube ich, ganz gut. So, dann hier über die Kurve. Und dann haben wir da vorne unsere Sprungschanze. Geronimo! Jo, läuft. Ich finde, der sieht auf... Also mit dem... Mit dem Skin sieht er natürlich immens cool aus. Kann man sagen, was man will. Der ist, glaube ich, auch... Also für alle anderen Karten ist er, glaube ich, auch absolut ungeeignet. Selbst als Reparaturfahrzeug mit nur 150 Teilen. Und 50 Sprit hinten drin ist das jetzt nicht so viel, ne?
Wobei man den dann vielleicht auch als Scout, der ist ja, scheint ja relativ. Relativ stabil zu stehen und zu fahren. Vielleicht kann man den dann in Zukunft als schweren Scout quasi benutzen. Das wäre vielleicht so der Plan. Cool. Aber an dieser Stelle soll es dann das für heute gewesen sein. Wir haben unser letztes Fahrzeug hier auf dieser Karte jetzt freigespielt. Der Gore steht ja hier. Und jetzt haben wir auch den Azov 43191 Sprinter. Cool. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.